Hey Leute, da bin ich wieder mit einer weiteren Runde von Apps Test. Heute ist es Pro Camera. Es war gestern schon auf Platz 2, deshalb dachte ich mir schon, dass es in nächster Zeit auf Platz 1 kommen soll. Es kostet auch wieder 79 Cent und hier steht auch, es gehört auch wieder zu der Adventsaktion. Früher kostet es nämlich 2,39. Es hat bis jetzt erst 53 Bewertungen, obwohl es schon eigentlich ziemlich lange gibt, denn hier steht 4. November 2011. Ist auch schon in der Version 3.313 MB. Es hat eine ziemlich gute Bewertung und ist für die Leute, also ab iPod 4 und eben iPhone-Besitzer, die eine Kamera haben. Man kann es auch auf dem Dreier verwenden, denn man kann sehr gut damit Bilder bearbeiten. Ich gehe jetzt eben mal drauf. So, ich muss mal mein iPod hochheben, damit ihr auch etwas seht. So, ich kann jetzt hier den Bildschirm anvisieren. Das gibt ein endloses Bild, wie ihr seht, weil ich mein iPod sozusagen anschaue. Ich mache jetzt eben mal so im Querformat. Nein, das lasse ich besser. So, mache jetzt mal ein Foto. Jetzt kann ich dieses Foto hier, ich gehe kurz rüber. So, jetzt kann ich dieses Foto hier ganz bequem bearbeiten. Zum Beispiel gehe ich auf Pro Lab. Das steht wohl für beim Labor. Hier die Helligkeit. Kann man hier machen. Dann hier den Kontrast. Ich kann es einfach mal so hier ein richtig cooles Bild auch rüberbringen. Dann kann man hier noch irgendwie mit Blitz, denke ich mal. Hier noch die Farben ein bisschen extremer gestalten. Und hier kann man auch das Licht verändern, wie es scheinen soll. Ich kann hier, wo war das Blau hier? So, und dann kann ich hier auch noch, also man kann ja ziemlich viel verändern. So, jetzt mache ich mal zurück. Und hier kann ich auch Pro Cut. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz einfach was zum Beispiel zusammenschneiden. Welchem Format kann ich hier machen? So 1 zu 1, so könnte ich jetzt etwas ausschneiden. So, jetzt mache ich hier Speichern. Kann das auch noch hier mit Profix ein bisschen so hier die verschiedenen Farbarten ein bisschen machen. Also es gibt ja sehr viel, zum Beispiel sowas finde ich ziemlich lustig. So, hier kennt man zwar nicht mehr viel, aber man kann so wirklich schön Bilder bearbeiten. Man kann hier auch noch das dann per E-Mail senden und so. Hier kann ich dann direkt etwas in einem bestimmten speichern. Aber damit kenne ich mich nicht so aus. Dann hier Pro Lab, da. Wo waren das? Man konnte nämlich das Video auch an das Bild ein bisschen drehen. Ich glaube, es ging hiermit so. Jetzt kann ich das hier auch noch damit drehen. Das ist eine sehr lustige Animation, finde ich. So. Gespeichert. Und man kann ja sehr viele Sachen damit machen. Eben auch gut Fotos damit schießen, finde ich. Weil man kann ja auch hier unten noch den Ton mit aufnehmen. Oder eben eine Verzögerung machen, indem man hier Selbstauslöser drückt und dann hier macht. So habe ich jetzt 10 Sekunden Zeit, wohin zu gehen. Oder mit Pro kann ich auch noch ein paar Einstellungen treffen. 10 Sekunden kann ich hier zum Beispiel variieren. Expert-Modus, Rapid-Fire-Modus, also dass man schnelle Bilder schießen kann. Ist auch ziemlich cool. Geotagging, also es hat viele verschiedene Sachen. Quick-Flip-Auslöser, Flick-Auslöser, Lautstärke, Zoom, also wirklich alles ist da dabei. Ist dabei. Man kann ja sehr viele verschiedene Sachen machen, zum Beispiel auch hier mit Rastermuster. Verschiedene Muster kann man hier jetzt anpassen. Oder sogar am Schauen, ob man es waagerecht hält. Wenn ich jetzt den iPod ein bisschen drehe, dann ist der Zeiger nicht mehr im Lot.
Wenn ich jetzt so halte, dann ist der gerade ungefähr. So kann man schauen, ob man jetzt ein gerades Bild macht. Oder hier gibt es auch noch den Expertenmodus. Kann man hier das wohin zeigen? Oh. So, wo waren das? Ja, hier. Und hier kann man auch hin und weg zoomen auf der unteren Ebene. Also es hat sehr viele Möglichkeiten mit der Kamera. Und solange jetzt auch noch das Advent-Special ist, lohnt es sich sehr stark, muss man, finde ich wirklich so. Denn wenn man es jetzt eben noch für 79 Cent haben kann und dann irgendwann nur noch plötzlich 3 Euro kostet, will man ja auch nicht unbedingt. Deswegen würde ich euch raten, wirklich die App jetzt zu kaufen, wenn ihr gerne Fotos schießt mit dem iPod. Ich habe gerade, wenn ich im Urlaub bin, schieße ich damit sehr viele Fotos. Von dem her lohnt sich die App auf jeden Fall für mich. Ich möchte mal gern eure Meinung hören und sag mal bis zum nächsten Part.